Naturelemente, Spirits, schamanischer, immerwährender Kalender, Erdenhoroskopzeichen Bär. Bärmenschen sind naturverbunden, ruhig und friedliebend. Sie mögen vertraute Abläufe und Gemütlichkeit. Gleichzeitig zeichnen sich Bärgeborene durch Entschlossenheit, Mut und Stärke aus. Sie sind zuverlässig und unterstützen ihre Freunde voller Energie. Bärmenschen legen sich im Winter, ebenso wie ihr Totem, einen langsameren Rhythmus zu. Sie bemühen sich, diese Jahreszeit so bedächtig wie möglich zu gestalten, damit sie über das vergangene und über das kommende Jahr nachsinnen können. Bärgeborene gelten als neugierig. Es ist ihnen ein großes Bedürfnis zu erfahren, wie sich die Dinge sowohl im menschlichen, sowohl auch in außermenschlichen Bereichen verhalten, um mit Hilfe des Wissens das wieder ins Lot zu bringen, was einst in Unordnung geraten ist. Menschen dieses Mondes ist ihr Beruf sehr wichtig. Sie gelten als fleißig, pünktlich, zuverlässig und übernehmen auch gern Verantwortung. Wirkliche Führungsqualitäten bringen Bären selten mit. Lieber ziehen sie die Fäden im Hintergrund. Verbringe die letzten Augusttage beim Schwimmen. Spiele vergnügt wie ein Kind. Tolle auch mit deinen Kindern oder mit den Kindern von Freunden herum. Dankbarkeit. Ich öffne mein Herz und meine Seele in Dankbarkeit und Wertschätzung für mein Leben. Dankbarkeit ist etwas so Einfaches und gleichzeitig eine der kraftvollsten Energien, mit denen wir uns verbinden können. Beginne jeden Tag mit Wertschätzung und du wirst erleben, wie sich deine Welt erweitert. Nimm dir im Laufe des Tages immer wieder ein paar Momente lang Zeit, um die Fülle und die Liebe in deinem Leben wahrzunehmen. Beobachte, wie viel schöner die Welt für dich wird, wenn du dieses Geschenk der Dankbarkeit machst. Wenn du dir dieses Geschenk der Dankbarkeit machst. Das Danken bringt eine der wichtigsten Weisheiten spiritueller Praktiken, das Gesetz der Resonanz. Es ist ganz einfach. Wenn du deine Arme verschränkst, kannst du das Leben nicht voll aufnehmen. Wenn du hingegen deine Arme öffnest, fließt mehr, als du dir je hättest vorstellen können, in dein Leben. Wo Dankbarkeit ist, dorthin kommt noch mehr Fülle. Es ist ein Geschenk und zeitgleich ein Mysterium, dass du lebst. Danke dem großen Geheimnis, dem Universum dafür. Anregung: Geh in eine natürliche Umgebung, etwa in einen Garten, Park, Wald oder auf eine Wiese. Setze oder stelle dich an einen Platz, der dir gefällt. Sage laut oder leise deinen Namen. Für die Spirits und Engel, für das große Geheimnis und die Natur. Dann erzähle ihnen, wofür in deinem Leben du dankbar bist. Zum Beispiel für deine Familie und deine Freunde. Für deine Gesundheit, deinen Wohlstand, deine Erfahrungen, deine Ausbildung, deinen Beruf. Teile ihnen einfach alles mit, wofür du aus ganzem Herzen danken möchtest. Du wirst staunen, wie viel das ist. Die Tage und auch die Wärme nehmen wieder beständig ab. Herbst, Tag und Nacht gleich hier. Marbon, 21. September. Der Sommer ist für dieses Jahr endgültig vorüber. Erneut sind Tag und Nacht, Helligkeit und Dunkelheit gleich lang. Es ist eine Zeit großer Balance. Lebendigkeit und Ruhe sind in Harmonie. Wir genießen nochmals das Licht, die frühherbstliche Wärme und wissen gleichzeitig, dass die dunkle und kalte Jahreszeit kommt. Das keltische Wort Marbon bedeutet das göttliche Kind und soll die Aufmerksamkeit dahin lenken, dass alles Leben von Mutter Erde kommt. Marbon ist das zweite der insgesamt drei schamanischen Erntedankfeste. Das erste ist Lammas, das zweite Marbon und das dritte Samhain. Bei Marbon geht es darum, die Ernte zu genießen und gleichzeitig die Notwendigkeit zu erkennen, diese in den kommenden Wintermonaten mit anderen Menschen zu teilen. Anregung: Strecke deine Hände nach vorn aus und öffne die Handflächen nach oben. Stell dir vor, dass du in deiner Hand einen Bereich deines Lebens hältst, der voll und satt ist, in der anderen Hand einen Bereich, in dem du dich im Mangel fühlst. Nimm wahr, wie unterschiedlich sich beide Seiten anfühlen. Richte deine Aufmerksamkeit nun
Aufmerksamkeit nun auf deine volle Hand. Stell dir vor, dass sich von dort aus ein Lichtstrahl hin zu deiner anderen Hand ausbreitet. Und dann erlaube, dass sich allmählich das Gefühl der Fülle über den Lichtstrahl auf deine andere Hand überträgt und dort ausbreitet. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du auch in jedem anderen Lebensbereich Fülle erlebst. Verweile in diesem Gefühl in aller Ruhe.